zusammen. So, heute startet dann das Projekt Poolbar, Beachbar, wie man es auch nennen soll. Mein Mann hat Urlaub und ich habe ja letztens schon mal erzählt, wir möchten zu dem Pool, den wir da letztes Jahr gemacht haben oder ein bisschen gestaltet haben, jetzt auch noch eine passende Bar, so ein bisschen im karibischen Style, so ein bisschen halt, ja, Urlaubsfeeling im Garten quasi. Ja, und dafür fahren wir gleich erstmal in den Baumarkt, weil er da noch irgendwie solche, ja, Stangen, Streben, wie auch immer was haben muss. Ich kenne mich bei sowas nicht aus. Ja, aber dann nehmen wir euch mal mit, mal gucken, was er da braucht. Und dann wird heute schon mal losgelegt. Den größten Teil wird wohl er machen, weil ich handwerklich nun mal ganz ungeschickt bin. Ich gehe dann immer zwischendurch mal gucken, wie soll es werden. Und vielleicht auch wieder so Kleinigkeiten wie letztes Jahr am Pool. Und dann mal sehen, wann die Beachbar fertig wird. So, jetzt haben wir hier schon mal irgendwie solche, wie heißen die Dinger? Schatz, ich kenne mich nicht aus, wie das heißt. Vierkantpfosten. Einschlag-Bodenhülsen. Ja, oder so, jedenfalls für die Bar gekauft. Waren jetzt auch gar nicht teuer. Hier nur 3,99 €. Wir waren vorher schon mal im Obi gucken, da waren die irgendwie 4,99 €. Ja, letzte Woche hatten sie die hier nicht mehr. Für den Preis und so war einfach jetzt nochmal hergefahren. So, wie man sieht, unser Pool ist schon wieder bereit zum Schwimmen. Und da wird jetzt dann irgendwann unsere Beachbar stehen. Genau, ich bin da schon mal ein bisschen angefangen. Das wird natürlich nicht die Größe, das wird ein bisschen größer. Aber so ganz genau kann ich es noch nicht abschätzen. Das ergibt sich dann beim Basteln. Ja, und ich möchte ja hier gerne am liebsten diese ganze Fläche hier so ein bisschen irgendwann mal den Rasen komplett weg haben und möchte da richtig schön weißen Sandstrand hin haben, damit das dann nicht nur eine Poolbar, sondern wirklich dann auch eine Beachbar ist. Ja, ich gucke nachher mal zwischendurch, wie weit mein Göttergatte hier schon kommt, ob der fleißig ist. Ich gebe mein Bestes. Ja, ich gehe jetzt gleich erst wieder rein, habe noch ein paar andere Sachen zu erledigen und lasse ihn dann mal wuscheln, weil ich bin dann hinterher vielleicht fürs Dekorieren und Trinken zuständig, weil handwerklich, ihr wisst das, ich bin ungeschickt. Also das Ganze kommt dann aus Paletten. Hier haben wir schon mal ein paar stehen, werden das aber noch ein Stückchen vergrößern, haben wir gerade überlegt. Das ist doch noch ein bisschen arg klein. Kommt wahrscheinlich noch mal einmal so dran. Ja, das ist dann so mal der erste Entwurf. Ich bin gespannt, wie es am Ende ist, wenn es ganz fertig ist. Spüle, die dann auch noch hinten in der Bar mit eingebaut wird, dass wir da auch gleich die Gläser spülen können, Nasslappen und sowas haben. Ja, die haben wir auch quasi umsonst vom Schrott gekriegt, sollte weggeschmissen werden, also was andere nicht mehr brauchen. Wir bleiben unserer Linie treu und verwenden das meiste wieder, wie beim Pool ja auch schon teilweise gebraucht. Ja, und mal gucken, wie das so wird. So, also da haben wir jetzt irgendwie Pfeiler für das Dach oder sowas. Nein, das sind die Außenpfeiler. Hier kommen nachher die Paletten dran. Hier kommt übertrieben jetzt so dann noch das Dach hin, damit das Wasser noch da wegfällt. Also, ja, ihr seht, ich habe nicht viel Ahnung, egal. Fängt gerade an zu regnen. Ich habe so die ersten Tröpfchen abgekriegt. Naja, schauen wir mal, ob Mendo noch weitermachen kann. Ich gehe wieder das, was ich besser kann, im Backofen backt der Kuchen. Von daher gehe ich da lieber noch wieder hin. Weitergebaut wird. Im Moment regnet es auch nicht.
Ja, wir hatten ja gestern, wie man es in den Bildern sehen konnte, probehalber schon mal was vom Dach drauf. Das soll aber noch ein bisschen anders werden, als es gestern da war. Ja, jetzt macht Ecki noch irgendwas am Pool. Und dann da noch ein bisschen weiter. Ich habe im Haus noch ein bisschen was zu tun. Nachher kommt ein Freund von uns zu Besuch. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit die Bar bis dahin ist. Nutzbar sicher noch nicht, aber es geht voran. Nachdem wir gestern so groß nichts gemacht haben, weil noch andere Sachen eben anlagen, haben wir aber abends noch mal eben zwei kleine Babypalmen, würde ich sagen, gekauft, die wir dann um die Bar pflanzen wollen oder bei der Bar dann hinpflanzen wollen. Und jetzt gleich fahren wir noch mal zum Baumarkt, denn das haben wir gestern da nicht bekommen, wo wir waren. Wollen diese entsprechende Farbe haben, dieses, ja, ich hätte was gesagt, karibische Türkis, womit wir dann diese ja, Balken da streichen möchten und dazu halt auch noch die diese Matten, die wir auch oben auf dem Dach so haben. Damit wollen wir dann die Paletten selber vorne verkleiden. Und da fahren wir jetzt gleich mal los. So, zurück vom Baumarkt. Wir haben auch alles bekommen und so cool. Die Farben waren diese Woche sogar im Angebot. Letzte Woche hatten wir uns ja so ein bisschen umgeguckt. Und das wird dann die Farbe sein, mit der hier so diese Balken dann gestrichen werden. Wenn wir uns für dieses Mint entschieden, das gleicht, finde ich, so ein bisschen der Wasserfarbe zum Beispiel auf Coco Cay. Und das passt dann ja ganz gut zu seiner Bar. Hier haben wir dann auch diese Verkleidung quasi heute besorgt. Das ist dann eigentlich im Prinzip dann dieser Pool-Style auch. Und das wird dann hier vorne angebracht, damit man die Paletten jetzt nicht dann so sieht. Das sieht ja nicht ganz so schön aus dann. Wir hätten die natürlich auch bunt streichen können, wie das in der Karibik so ist, aber nee, das haben wir dann doch lieber ein bisschen in dem gleichen Stil gelassen und machen dann nur die Farbe vorne an den Balken. Daran werde ich mich gleich versuchen. Ja, ich bin nicht so der begabte Streicher, aber ich probiere es einfach mal und habe mich schon gerade gefreut, weil ich passe doch tatsächlich in die Arbeitshose von meinem schlanken Mann. Gut, er trägt sie mit Gürtel, ich trage sie ohne, aber immerhin. Ja, und da vorne seht ihr so eine eher schäbige Bank, die nicht mehr schön aussieht. Aber die Bank an sich ist noch gut und die werden wir dann auch ein bisschen streichen. Und zwar haben wir dafür dieses ja, Türkis Mint hier genommen und dieses Gelbe. Ganz einfach, wir haben uns noch mal Bilder von Nassau angeguckt, wo wir ja 2018 waren. Und da ist auch da sind auch Gebäude, die so sind mit dem Gelb und dann mit diesem Mint da abgesetzt. Und so in dem Stil wollen wir ungefähr die Bank dann streichen, dass sie so ein bisschen dieses, ja, dieses schöne karibische Flair dann bekommt. Ja, und jetzt lege ich dann auch mal los. Mein Mann wird sicher da mal noch ein bisschen filmen, wie ich mich da zum Affen mache. Das Schöne war, das war für mich was Schönes, weil ich bin da ja nicht so ordentlich mit Abkleben oder sowas, dass ich hier nicht groß aufs Kleckern achten musste, weil hier ja dann auch noch die quasi Theke bzw. die Fläche dann drauf kommt und so weiter. Auch oben da am Dach konnte ich schmieren, ohne dass ich groß aufpassen musste, weil da eben noch eben auch so Dach mit drunter kommen soll. Das heißt, das sieht man dann nachher nicht mehr. Ja, und ich finde, das ist eigentlich schon ganz cool geworden. Dafür, dass ich da eher so unbegabt bin. Aber sieht ganz witzig aus. Und wenn dann nachher noch die Verkleidung hier vor ist und so. Ich glaube, das hat schon was. So, wie ihr seht, der nächste Schritt. Jetzt haben wir oben hier quasi unsere Ablagefläche drauf. Auch wieder aus Holz, was noch vorhanden war. Ich schleife das Ganze gerade ein bisschen ab, damit ich das dann eben auch in der gleichen Farbe nachher streichen kann.
Ja, und wir hatten uns gestern die ganze Zeit überlegt, was machen wir denn drauf und es sollte halt möglichst kostengünstig sein. Und dann haben wir uns dafür entschieden, wir werden dann noch so eine, ja, so eine Art Folie, die man dann so wie diese Wachstuchdecken, aber dann durchsichtig halt, damit das Ganze nachher, wenn es gestrichen ist, überziehen, damit wenn dann mal ein Getränk umkippt, dass man das wegwischen kann und das nicht gleich ins Holz und in die Farbe einzieht. So, auch heute schönes Wetter. Eckhard baut hier gerade schon mal irgendwie was für diese Dachverkleidung, wenn ich das richtig habe. Die werden dann wohl so zusammengezimmert, geschustert, wie auch immer, und sollen dann eben da oben und das Dach. Für hier vorne haben wir jetzt, wie wir es gestern so angedacht haben, auch noch so eine Matte geholt, dass das da vorne noch so ein bisschen in diesem Style vom Dach dann bleibt. Ja, wie das Ganze dann aussieht, werden wir sehen. Ich habe mir überlegt, ich streiche nachher mal die Bretter und gucke mal, ob die Farbe noch reicht. Wenn ja, dann werden wir mal gucken, ob das aussieht, wenn wir das alles in dem Mint haben. Falls das dann zu viel ist, können wir die Verkleidung quasi immer noch wieder andersrum hängen und dann doch mit Fahnen oder sowas arbeiten. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Das haben wir so noch nicht so wirklich entschieden. Also das ist irgendwie die Bar der 1000 Umentscheidungen so gesehen. Wir hatten ja eigentlich vor, wie ich vorhin gezeigt habe, diese Bretter alle aneinander und das sollte dann eigentlich da oben hin, wo man jetzt schon so ein bisschen diese Matte sieht, die ja eigentlich nur hier vorne sein sollte. Jetzt haben wir das vorhin mal so ein bisschen dran gehalten und fanden das einfach doch nicht besonders schön. Jetzt werden die wahrscheinlich zusammengezimmert auf Paletten, sodass wir die Paletten dann hinten hinterstellen und so eine Art Boden haben. Das ist dann irgendwie sinniger. Und jetzt haben wir uns entschlossen, doch noch wieder in den Baumarkt zu fahren und noch so eine Matte zu holen, damit dann der Rest schwarz eben auch mit so einer, mit diesem, ja, doch ganz schicken Stroh, wie auch immer, abgedeckt ist. So, das Dach ist jetzt komplett fertig und die Entscheidung war richtig, das nicht mit den Brettern zu machen, sondern nochmal eine Rolle durchzuholen oder nachzuholen. Das sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus als mit dem Holz. So, und jetzt fängt Eckart da an und macht diese Folie drüber. Also, die ist komplett durchsichtig. Das ist jetzt nur das Muster, um das gleich zurechtzuschneiden hier. Noch ein bisschen dekorieren. Ein kleines bisschen Kram schon zwischendurch gekauft, zum Beispiel diese lustigen Vögelchen hier. Die habe ich einfach nur so hier vorne rein und den hier davor. Und da haben wir auch super günstig für, ich glaube, 3,50 Euro oder sowas bei der Postenbörse so ein kleines Surfbrett geholt. Wir werden das hier schon mal anbringen, müssen das dann aber noch mit diesem Klarlack zum Schutz dann machen, weil es hier draußen hängt. Das ist eigentlich nur für drinnen. Ja, und den hier haben wir mal sehr günstig auf dem Flohmarkt geschossen. Das ist hier so ein Flaschenöffner in dem Design. Und da den werden wir dann hier so anbringen und mal gucken, wie das gleich ausschaut.
jetzt das fertige Ding, die fertige Bar. Fertig insofern, dass wir jetzt sie nutzen können, dass sie ja auch schon so die erste Deko hat. Es soll noch ein bisschen was dazu. Wie gesagt, da hängt ja jetzt dieser Flaschenöffner. An der Seite soll dann auch noch was dahin, einfach, dass das dann gleich ist und das Surfbrett in der Mitte das dann quasi so ein bisschen eindeckt. Und sonst werden wir noch mal schauen. Ganz fertig ist es in dem Sinne noch nicht, dass wir uns noch was überlegen müssen, wie wir das hinten gestalten wollen, dass man nicht mehr auf diese Bäume guckt. Soll vielleicht auch noch so ein Regal hin oder irgendwas. Aber die Grundbar steht, wie man sie dann dekoriert, noch anders nutzt. Also das wird sicher auch mal immer wieder ein bisschen was fertiggestellt. Ja, und so haben wir jetzt aus ganz viel, in Anführungsstrichen, Müll, der eigentlich schon entsorgt werden sollte, ja, was Feines gemacht, was sich auch, wie man hier dann so ein bisschen sieht, mit dem Pool ganz gut deckt. Was natürlich überhaupt noch nicht schön ist, ist der Rasen, der eigentlich kein Rasen mehr ist, aber auf Dauer soll da eh auch Sand mit hinkommen und da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wie gesagt, das wird alles nach und nach. Projekte sind ja alle im Do-it-yourself-Verfahren und dann braucht es halt bei solchen älteren Häusern, Gärten, wie auch immer. Ja, ich persönlich bin total begeistert, freue mich dann, wenn wir morgen bei schönem Wetter hier den ersten Cocktail genießen werden. Ich kann auch noch mal so von drinnen, das sieht noch ein bisschen wüst aus, aber noch mal zeigen, was jetzt hier gemacht wurde. Sprich, wir haben diese Spüle hier, das wir in der Ablage haben. Wir haben jetzt hier richtig schön Fläche, wo wir dann die Gläser und so weiter draufstellen können. Hier unten sehen wir die Paletten. Das wird noch alles so gemacht, dass hier hinten das dann schier ist quasi, dass man vernünftig drauf stehen kann. Da kommen noch Bretter zu, dass das dann so ein bisschen ist, wie wir es da auch schon mal so ein bisschen vorgelegt haben, wo die Bank jetzt steht. Ja, und dieses ganze Kram da von der Pumpe und so wird auch noch verdeckt. Aber das kommt alles nach und nach. Projektbar ist aber erstmal vom Groben her jetzt abgeschlossen.